Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In meinem letzten Video habe ich dir gezeigt, wie ich die Mandel auf Schablone modelliere und heute geht es mit dem Feilen weiter. Wenn dich das also interessiert, bleib einmal dran. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt oder Feedback in den Kommentaren. Und falls du noch nicht hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal kostenfrei abonnierst. Fragen ab unten rein und los geht's jetzt. Als erstes, bevor gefeilt wird, solltest du dir den Nagel immer erstmal anschauen, um eben zu sehen, wie du denn modelliert hast. Denn nur wenn du siehst, wo deine Unebenheiten sind, weißt du auch, wo du noch feilen musst. Ich schaue immer als erstes von der Seite auf den Nagel. Da sehe ich zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall die Basis korrigieren muss. Der Apex muss noch etwas flacher. Von vorn habe ich auf jeden Fall Tunnel, aber auch noch Unebenheiten in der Oberfläche. Das heißt, da muss die Oberfläche auf jeden Fall noch ausgefeilt werden. Dann musst du dir in Erinnerung rufen, in welchem Stil du quasi aufgebaut hast und welchen Stil du denn auch feilen möchtest. Ich zum Beispiel feile hier gleich nicht ganz im New Style, sondern eher eine Mixform. Das bedeutet, meine Konturlinie wird am Ende leicht abfallen. Ich habe aber Tunnel und die Basislinie wird leicht ansteigen optisch. Ich möchte vorab aber kurz anmerken, dass falls du andere Feilschritte hast, diese nicht inkorrekt sind oder nur meine Schritte die einzig richtigen sind. Wenn du also keine Probleme mehr beim Feilen hast, bleib bei deinen Schritten und eben deiner Technik, denn es führen natürlich viele Wege nach Rom und so ist es eben auch in unserer Materie. Es gibt nicht den einzig richtigen Ablauf und alles andere ist falsch, sondern es gibt viele Möglichkeiten und Abläufe, um zum Ziel zu kommen. Daher, wie gesagt, wenn du keine Probleme mehr mit dem Feilen hast, bleib bei deiner Gewohnheit. Ich zeige dir hier nur meinen Ablauf und meine Schritte, falls du eben noch Schwierigkeiten hast, dass du es vielleicht mal so ausprobieren kannst. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Feilschritt. Dafür ist jetzt zuerst wichtig, dass du den Nagel wirklich gerade vor dir hast. Dann legst du die Feile ganz gerade gegen die Seite, damit du eben die Seite begradigen kannst. Nicht so, denn dann feilst du unter den Nagel und automatisch die Basislinie und aber auch nicht so, denn dann feilen wir auf dem Nagel und somit die Oberfläche. Also halt die Feile wirklich gerade gegen die Seite. Gerade liegt die Feile dann auf, wenn du selbst genau auf den Kern der Feile schauen kannst. Dann ziehe ich mir die Haut hier seitlich gern runter, denn dadurch siehst du dann jetzt auch, was sich hier für ein Bauch gebildet hat und außerdem hast du die Seite mit dem Wegziehen der Haut schön freigelegt und kannst zum einen besser feilen, aber auch besser sehen. Und jetzt wird so lange gefeilt, bis die Seite wieder gerade ist. Drück hierbei nicht zu fest mit der Feile auf, sondern das ist nur eine ganz leichte Bewegung. Dann kommt die andere Seite. Ich selbst nehme dafür die Feile in die andere Hand. Du könntest aber auch versuchen, über Kreuz zu arbeiten. Dabei ist aber wichtig, dass du mit der Feile nicht nach innen kippst und aber auch nicht nach außen, sondern auch hier wirklich gerade bleibst. Das fällt mir persönlich schwer und ist mir ungemütlich. Daher wechsle ich die Hand und lege die Feile dann wieder genauso an wie bei meiner guten Seite. Dann kommt die Oberfläche, dafür legst du die Feile ganz gerade auf den Nagel auf. Gerade liegt die Feile dann auf, hier in dem Fall, wenn der Kern der Feile parallel zur Basislinie liegt. Also so wäre sie nicht parallel und so auch nicht. Außerdem würden wir bei dem Winkel jetzt hier oben auf dem Finger feilen und das möchten wir natürlich nicht. Also Finger gerade halten, Feile gerade drauflegen und dann kippen wir die Feile nach rechts und links und bewegen die Feile dabei aber auch nach oben und unten. Von oben sieht das dann so aus, wir fangen hier an der Seite an, legen auf und feilen zur anderen Seite rum und wieder zurück. Versuch die Feile hierbei gleichmäßig zu halten und eben nicht abzukippen, sondern stabil in deiner Position zu bleiben. Hierbei wird gern mal gedrückt, das solltest du aber vermeiden, es wird nach wie vor ohne Druck gefeilt. Diesen Schritt machst du so lange, bis du von der Seite die Ansicht hast, die du eben möchtest und von vorn dann die Stärke und Gleichmäßigkeit hast, die du brauchst. Da ich eine leicht abfallende Konturlinie haben möchte, lege ich die Feile dann jetzt nochmal gerade auf und kipp sie ganz leicht nach unten. Kipp die Feile nicht zu sehr, denn dadurch fällt die Konturlinie dann am Ende zu sehr ab. Aber so ganz leicht geht halt schon gut, denn dadurch bekommst du eben eine sanft abfallende Kontur. Ja, und dann wird der Schritt, den ich eben erklärt habe, einfach nur noch wiederholt, bis du das gewünschte Ergebnis hast. Zwischendurch solltest du immer wieder mal von vorne schauen, um eben zu sehen, wie viel du eventuell noch feilen musst und vor allem, wo du noch feilen musst. Der Blick bei diesem Feilschritt sollte von der Seite sein, also du solltest beim Feilen von der Seite auf den Nagel schauen, so wie du es jetzt hier auch sehen kannst. Denn wenn du nicht von der Seite schaust, siehst du nicht, ob du mit der Feile eventuell aus der Position rutscht und dann hast du am Ende eben nicht das gewünschte Ergebnis. Für diese Seite, welche meine Schwachstelle ist, da ich eben Linkshänderin bin, lege ich die Feile jetzt umgekehrt auf.
Ich bleibe mit der Feile aber trotzdem gerade, also ich kippe nicht nach unten und aber auch nicht zu flach, denn dann würde ich hier oben in die Haut reinfeilen und so würde die Kontur zum Beispiel zu sehr abfallen, also lege ich sie etwas gerade auf und feile dann mit Kontrolle die Seite aus. Das ist quasi der gleiche Schritt wie vorher, nur eben, dass jetzt die Feile von oben kommt und eben nicht mehr von unten. Hierbei ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man mit der Feile aus der Position rutscht. Das bedeutet, wenn du das nachmachen möchtest, dann kontrolliere dich wirklich bitte bei diesem Feilschritt, ob du wirklich in Position bleibst. Dann kommt jetzt der Nagelrand. Den haben wir vorzugsweise schon recht flach modelliert, damit wir eben hier im Randbereich nicht so viel feilen müssen. Es soll hier, wenn der Nagel rauswächst, eben kaum bis gar kein Übergang entstehen, denn du darfst natürlich nicht vergessen, es kommen jetzt gleich dann eventuell noch zwei Farbschichten und eine Versiegelungsschicht obendrauf und deshalb sollte das Modellagematerial schon dünn ausgefeilt werden. Dafür legst du die Feile mit der Feilkante gegen die Haut und dann feilst du. Umso steiler der Winkel hier ist, desto mehr bohrst du quasi hier oben in den Nagelrand rein. Das wollen wir nicht. Also halt die Feile eben nicht zu steil, denn dann feilst du eben nur mit der Oberkante und das führt zu Verletzungen. Umso flacher du die Feile allerdings auflegst, desto mehr feilst du dann auch die Nageloberfläche. Also das wollen wir auch nicht. Du musst die Mitte zwischen zu steil und aber auch zu flach finden und dann wird erstmal nur der Nagelrand gefeilt. Hier bitte mit ganz wenig bis gar keinem Druck arbeiten, denn manche Gele mögen die Belastung durchs Feilen nicht und wenn du da Druck ausübst, kann es eben zu Feilliftings kommen. Bei dem Schritt ziehe ich mir auch immer gern die Haut etwas hoch, damit ich die Verletzungsgefahr minimiere und besser an den Rand rankomme. Und wenn ich den Rand oben habe, nehme ich mir auch gern immer die Ecke in der Seite direkt mit. Wie du gesehen hast, habe ich mich erst von der Mitte zur linken Seite gearbeitet und jetzt wechsle ich und bearbeite mir die Mitte zur rechten Seite runter. Mit dem Randbefeilen nehme ich mir eben automatisch auch die Seite mit, was du eben auf der Seite jetzt hier auch besser sehen kannst. So, Nageloberfläche ist fertig, Nagelrand und Seiten ebenfalls und jetzt siehst du eigentlich nur noch, dass der Apex-Bereich überbleibt, da wir dort eben noch nicht gefeilt haben und so sollte es auch sein. Der Apex wird von der Oberfläche her zum Schluss korrigiert und für den Apex wird die Feile flach auf den Nagel aufgelegt, also nicht so steil und aber auch nicht hochkant, sondern eben wirklich flach. Und dann wird nur ganz leicht über den Nagel drüber schraffiert. Das ist eine Bewegung von rechts nach links und umgekehrt. Also ich bewege die Feile immer in so leichten Wischerbewegungen über den Nagel. Das Ziel hiermit ist, den Apex sanft in die Oberfläche einzufeilen, sodass er eben nicht kantig in der Oberfläche ist oder noch zu dick, sondern wirklich schön sanft in der Oberfläche zu sehen ist. Jetzt habe ich die Oberfläche in etwa grob gefeilt und feile jetzt erstmal die Form, denn nachher kommt nochmal ein Korrekturblick. Für die Form wird die Feile ganz gerade gegen die Seite aufgelegt, nicht unter den Nagel, weil auch dann wieder die Basislinie befeilt wird und das möchten wir jetzt erstmal nicht. Du solltest die Feile aber auch nicht auf den Nagel kippen, denn dann feilst du wieder die Oberfläche und hast hier dann auch Kanten drin. Also die Form feilst du, indem du die Feile ganz gerade gegen die Seite und die Formlinie legst. Dann feile ich mir die Seite erstmal etwas schmaler, da ich ja eine ovale Form feilen möchte. Auf der anderen Seite dann dasselbe, hier greife ich über, aber denk hier dran, kipp die Feile nicht auf den Nagel und aber auch nicht unter den Nagel, sondern bleib in Position und halte die Feile gegen die Seite. Es hilft für die Gleichmäßigkeit, wenn du immer ein bisschen links, dann ein bisschen rechts und umgekehrt feilst, denn dann feilst du gleichmäßig zu. Wichtig ist hierbei, dass du den Nagel wirklich von oben betrachtest, damit du bei der ovalen Form die Mitte ausmachen kannst und eben gleichmäßig zur Mitte hinfeilst. Meistens passiert hier der Fehler, dass die eine Seite schräger und die andere runder ist und um das zu vermeiden, musst du wirklich von oben auf den Nagel schauen. Jetzt ist die Form in etwa fertig und wenn wir uns den Nagel jetzt von der Seite anschauen, sehen wir, dass die Basislinie noch nicht so toll ist. Daher korrigieren wir diese jetzt. Dieser Bereich hier muss gerade bleiben und ab hier, da wir Tunnel haben, darf die Basis dann optisch etwas ansteigen. In dem Bereich ist die Basis aber trotzdem gerade. Das ist nur der vordere Bereich und entsteht automatisch, weil die Form schmaler wird, wir die Ecken wegnehmen und die Form dadurch eben rund wird. Wenn wir jetzt von vorn schauen, sehen wir, dass wir in der Hairline so eine kleine Kante haben und diese Kante möchten wir ebenfalls gleichmäßig haben und dafür legen wir die Feile so gegen die Kante, nicht zu steil und aber auch nicht zu flach,
sondern genau gegen die Kante und feilen uns den Bereich schön sauber aus. Der Blick dabei ist von vorn auf den Nagel und das ist eine ganz, ganz leichte Bewegung, heißt die Feile berührt den Bereich nur ganz leicht. Ja, jetzt final kommt das Kontrollfeilen, das heißt, ich schaue mir nochmal den gesamten Nagel an, ob mir die Form gefällt, ob die Oberfläche gleichmäßig ist oder ob ich noch Unebenheiten habe, ob der Tunnel gleichmäßig ist und so weiter. Und falls ich noch irgendwo etwas entdecke, korrigiere ich mir das noch aus. Dann buffer ich die Nägel noch ganz gern, damit ich eventuell noch kleine Unebenheiten glätten kann. Und dann wird die Hand nochmal umgedreht, denn aus dieser Perspektive sieht man einfach nochmal ganz andere Fehler. Man sieht, ob die Form gleichmäßig ist oder ob noch Kanten drin sind und so weiter. Und falls du etwas entdeckst, wird das auch aus dieser Perspektive einmal auskorrigiert. Denn wenn du den Finger wieder drehst, wirst du die Ecke zum Beispiel nicht mehr sehen. Daher ist es leichter, aus der Perspektive auch direkt zu korrigieren. Ja, und dann ist der Nagel fertig. So sieht das Ergebnis einmal aus. Ich hoffe wie immer, dass dir das Video geholfen und gefallen hat. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, deine Sue.